Doch. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Was haben wir hier? Ah, das Lied kann ich eh nicht ab. Gut, dass wir da sind. So. Was ist das? New California Republic. NCR, zu Deutsch RNK. Heißt, wir sind hier in einem RNK-Outpost, kann das sein? Könnte sein von den Betten her, finde ich. Viele Betten hat Barackeneigenschaften. Metallkiste, Sensormodule. Metallkiste, Dampfanzeige, Sensormodul. Bügeleisen! Sehen wir aus wie eine Hausfrau? Weg damit! Was haben wir hier? Wupp! Ich fall fast runter. Ich komme nicht mehr hoch. Doch. Jetzt. Hier ist doch bestimmt irgendwas Tolles drauf, oder? Ja, eine Schacht. Mentats. Nein, Patronen. Patronen für 10mm Kaliber. Ist schon mal sehr gut. Ja, beinahe Fallschaden bekommen. Gerade so weit genug gesprungen. Boah, wieso sind hier so viele Betten? Ist das ein Hotel? Motorradtank, Metallkiste. Nee. Da ist nichts. Wollen wir mal da oben gucken. Was haben wir hier? Eine Sonnenbrille. So, so, eine Sonnenbrille. Damn, wir sehen so gefährlich aus. So, wollen wir mal das Haus hier auschecken? Mal sehen, wer da drin wohnt. Hier ist irgendjemand. Ah, das sind bestimmt die Karawanentypen, oder? Nehmen wir im Ernst, wer ist das? Hallo. Ja, das ist der Karawanentyp bestimmt. Ich werde als Söldner niemals mit einer Pistole rumlaufen. Die haben wir noch nicht gecheckt, aber die ist eh leer. So, was haben wir hier drin? Ranger Station Charlie. Ich bin doch echt klasse, oder? Hey, hallo. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Was sagten sie über McCarran? Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Was dagegen, wenn ich mir noch was von dem medizinischen Material mitnehme? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Schade, wäre auch zu einfach gewesen. Was ist das für ein Ort? Ranger Station Charlie. Wir sind verantwortlich für die Kontrolle des Highways bis nach Novak. Ist hier irgendwas Seltsames passiert? Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Reden wir über die Ranger. Wir sind teils Kundschafter, teils Kommandosoldaten und teils Sheriffs. Das Training ist brutal und nur 2 von 10 Rekruten stehen es ganz durch. Bevor man ein Ranger-Abzeichen kriegt, muss man beweisen, dass man leiser als ein Schatten und wilder als eine Todeskralle ist. Ich glaube nicht, dass ihr Typen wilder als eine Todeskralle seid. Gibt es viele Ranger in der Mojave? Ein paar Dutzend, würde ich sagen. Die meisten sind in Posten wie diesem stationiert. Wir bemannen die Station oder patrouillieren in der Umgebung. Das ist ja cool. Und wie wird man Ranger? Die meisten Ranger waren normale RNK-Soldaten. Wenn einer besonderes Geschick im Kampf und beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Sprechen wir über was anderes. Na klar. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ist hier sonst niemand? Anscheinend nicht. So, wir wollen uns doch... Kannst du bitte die Tür hinter dir schließen? Du Penner. Erste-Hilfe-Kasten. Ups. Ups. Bleib mir fern. Ich habe nichts gemacht, das illegal ist. Können wir mal kurz da rein? Ja?
Danke. So, was haben wir hier drin? Ach, nur Betten. Ist ja schon was Besonderes hier in diesem Camp, Betten. Naja, toll, haben wir ein bisschen medizinische Versorgungszeugs und so geklaut. Wenn die jetzt angegriffen werden, verrecken die wegen uns, aber das kann uns ja egal sein. Wir sind ja schon wieder fast weg. Okay, da hinten haben wir Atommüll. Sehr schön immer. Und dort hinten kommen wir schon in die nächste Stadt. Ich glaube, das ist Novak. Dort werden wir unsere Wohnung kriegen. Unser Haus sozusagen, vorübergehend. Ich weiß, dass es wohl noch ein Haus gibt, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob welches das war und ob ich das schon hatte in meinem letzten Playthrough, der misslungen ist. Ich denke, so kann man sagen. Naja, das werden wir ja noch herausfinden. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier jede Menge Zeug zu erledigen gab. Und eine sehr interessante Quest, wo wir Detektiv spielen können. Aber ich werde nicht zu viel vorwegnehmen. So, wunderbares Novak mit dem Dino D da hinten. Nicht die Fakt, aber die. Kennt den überhaupt noch jemand, die Fakt? Ich meine, ist das schon was länger her, dass es den gab. So, ein Brahmin. Ach, schade. Was, das sind alles Siedler? Siedler, 0815. Hallo? Na, wer ist das denn da hinten? Hallo? Was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt, ich brauche medizinische Hilfe, ja. Halb so schlimm. Gleich sind Sie so gut wie neu. Ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass ich gleich zwei Routinebehandlungen an einem Tag versaue. Oh Gott. Okay, fliegen Sie. Nur 5 Sekunden gucken ist in Ordnung. Gut, ich hole mal mein Skalpell und... Igitt! Habe ich das draußen rumliegen lassen? Sehr, wissen Sie was? Eine kostenlose Tetanusimpfung für Sie. Hm, super. Was kann ich für Sie tun? Stimpex. Ja, und ich brauche sterile Medizinvorräte. Aber schauen wir mal, was ich so habe. Was sollte das jetzt mit den sterilen Medizinvorräten? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, sie hat noch zwei Stimpacks, nehmen wir. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, tschüss. Wie viele haben wir denn jetzt schon auf Lager? 46. Also ich habe vor, an die 100 Stimpacks immer bei mir zu haben. Das ist auf einem guten Weg. Das ist eine schöne Cappy. Wie Vater und Sohn. Der eine dem anderen aus dem Gesicht geschnitten. Beide sau hässlich. Briefkasten. Dietrich und du. Das ist doch gut. Das ist ein schönes Magazin. Leer. Wir sind nicht im Wilden Westen hier. Was haben wir hier? Leer. Hier wohnt jemand. May Crawfords Haus. Jenny May Crawfords Haus. Aber hier ist niemand. Das heißt, wir können klauen, so viel wir wollen. Auf jeden Fall ist das so eine ganze also so eine offene Einladung für mich zum Klauen. Passt mal auf. Mal sehen, ob die noch von Tellern essen will, auf denen ein Klopümpel lag. Überall war der Klopümpel. Ich wünsche dir einen guten Appetit, May Crawford. Das Haus, da waren wir auch noch nicht drin. Hier wohnen bestimmt Satanisten drin. McBride. Hallo. Was treibt Sie hierher? Boah, die Stimme. Was halten Sie von den Menschen, die hier leben? Ach, wir bleiben gerne unter uns. Sind nicht zu neugierig. Jeannie May stört es, dass wir nicht viel unter Leuten sind, aber so sind wir eben. Wir wissen schon zu schätzen, was sie tut, die Verwaltung der Stadt und so. Aber sie würde es wohl trotzdem so empfinden. Gibt aber auch niemanden, bei dem man hier allzu neugierig sein könnte. Letzte Woche schlich dieser No-Bark in unserem Garten herum. Ich dachte, er wäre der Kuhmörder. Wollte ihm gerade eins mit der Peitsche verpassen, als ich ihn erkannte. Er ist harmlos. Ein Teil von mir wünscht sich, die Welt durch seine Augen zu sehen. Voller Mysterien.
Ja, Nobark werden wir noch kennenlernen. Woher hat Nobark seinen Namen? Ich bin nicht sicher, wer damit angefangen hat. Es war zwar kein netter Name, aber er nahm ihn selber an und wir anderen taten das dann auch. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Auf jeden Fall rührt es wohl daher, dass nicht alle seine Hunde bellen, wie man so sagt. Bei ihm barken also bellen wohl gar keine Hunde. Aha, toll erklärt in der Übersetzung. Ich wollte Sie nur mal treffen, junge Dame. Oh, lala. Oh, ich bin Alice. Und der stattliche Kerl dort ist mein Ehemann Dusty. Gehen schon auf die 50 zu. Ich warte immer drauf, dass er mich für ein junges Ding mit platinblondem Haar und Riesenohrringen verlässt. Aber er bleibt bei mir. Behauptet, es liege an meiner Kochkunst. Ich denke, es liegt wohl eher daran, dass ich Brahmin melken kann, ohne einen Tritt zu kassieren. Naja, jeder wie er kann, ne? Leben Sie hier schon lange? Wir haben diese Ranch vor Jahren gebaut, als Nova gerade erst besiedelt wurde. Aber wegen der ganzen Schäden an der I-15 kommen immer mehr Leute hier vorbei. Novak könnte das nächste heiße Pflaster Nevadas werden. Okay, und sonst nichts mehr? Okay, auf Wiedersehen. Freut mich, dass Sie uns besucht haben. Was ist da drin? Howdy. Gewehrkoffer durchschnittlich. Hallo. Alles klar bei Ihnen? Boah, der hat eine raue Stimme. Was treiben Sie hier so, Novak? Oh, ich kümmere mich um meine Ranch. Mehr nicht. Reden Sie mal mit Alice, ich komme nicht viel rum. Wie läuft das Geschäft? Sie meinen, was davon noch übrig ist? Jemand erschießt nachts unsere Tiere. Wir haben in ein paar Wochen über die Hälfte verloren. Erzählen Sie mir, was Sie über die Angriffe wissen. Nochmal. Erzählen Sie mir, was Sie über die Angriffe wissen. So. Jede Nacht, so gegen Mitternacht, wachen Alice und ich durch wildes Geschrei und Schüsse auf. Man könnte glauben, die Welt gehe schon wieder unter. Aber es ist jede Nacht nur ein Tier. Und sie nehmen es nicht mit oder schlitzen es auf. Sie lassen es einfach voller Löcher liegen. Mal sehen, ob ich den Übeltäter schnappen kann. Das wäre sehr nett. Vor allem, wenn sie es schaffen, bevor wir die restlichen Tiere auch noch verlieren. Aber passen Sie gut auf sich auf, ja? Ja. Alice und ich kommen auch so über die Runden. Wir haben schon ganz andere Sachen überstanden. Haben Sie den Übeltäter gesehen? Tut mir leid, aber für diese zweiköpfigen Biester lasse ich mich doch nicht erschießen. Und ich will gar nicht daran denken, was wäre, wenn Nobark recht hat. Wir können nur hoffen, dass wer auch immer dahinter steckt, irgendwann die Lust daran verliert. Möglichst solange wir noch ein paar Tiere haben. Ich glaube nicht, dass die aus der Stadt sind. Meistens kommen die Schüsse wohl aus dem Westen. Okay. Ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Nein, aber wir haben hier auch nur selten mit Fremden zu tun. Vielleicht haben Sie oben am Motel mehr Glück. Fragen Sie mal Jeannie May. In der Stadt passiert nichts, ohne dass sie es mitbekommt. Sie ist meistens oben in der Lobby. Ich kann diesen Namen nicht hören, Jeannie May. Ich finde den absolut grässlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Boah, Riesenkopf. Naja, gehen wir mal raus. Die Rede war von nachts Richtung Westen. Ich würde sagen, wir legen uns auf die Lauer. Kann nämlich sein, dass wir hier die ganzen Viecher abknallen. Ich finde es auch gut, wie er es einfach da liegen lässt. Das ist Westen. Das ist Westen. Okay. Wollen wir mal ein wenig warten und ein wenig experimentieren, ob wir was anlocken können.